Hallo liebe FC Bayern-Fans, liebe FC Bayern-Freunde. Ja, lasst uns heute sprechen über den FC Bayern München und Jamal Musiala. Klar, der FC Bayern hat Angst um Jamal Musiala, dass er eventuell seinen Vertrag nicht verlängern könnte und so eventuell Real Madrid oder Manchester City versuchen zu könnten, Jamal Musiala zu verpflichten. Man darf nicht vergessen, Jamal Musiala hat ja noch einen laufenden Vertrag bis zum 30.06.2026, aber trotzdem wollen die Verantwortlichen vom FC Bayern München natürlich versuchen, so schnell es geht, und damit fangen sie jetzt gerade an, den Vertrag mit Jamal Musiala zu verlängern. Das hat jetzt auch Bayern-Präsident Herbert Hainer ja gesagt. Klar, man muss immer aufpassen, umso kürzer die Laufzeit noch ist bei einem Spieler, umso eher kommen eventuell Mannschaften aus dem Ausland und wollen Spieler verpflichten. Und so denke ich mal, klar, Real Madrid, Manchester City oder man weiß ja auch nie, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, ob sie Interesse an Jamal Musiala haben. Man darf ja nicht vergessen, Jamal Musiala ist erst 21 Jahre, aber gehört natürlich schon seit 2 Jahren so circa, klar, zu den besten Spielern auf der Welt. Aktuell hat Jamal Musiala auch einen Marktwert von 130 Millionen Euro und liegt damit auf Platz 7 bei den wertvollsten bzw. teuersten Spieler weltweit. Man darf nicht vergessen, Jamal Musiala ist 21, hat aber schon 166 Spiele für den FC Bayern gespielt, dabei 44 Tore erzielt und 31 Torvorlagen. Also deswegen auch klar, weiß jeder Bayern-Fan, Jamal Musiala ist schon gerade jetzt auch enorm wichtig für die Mannschaft, für das komplette Team vom FC Bayern München und das auch natürlich in der Zukunft. Klar, Jamal Musiala soll der neue Thomas Müller werden in der Zukunft. Am liebsten, klar, wie Thomas Müller auch über 20 Jahre beim FC Bayern München zu bleiben. Aktuell verdient Musiala, man hört, um die 9 Millionen Euro im Jahr. Klar, für so einen Weltklasse-Spieler ist das, muss man ehrlich sagen, in der heutigen Zeit schon zu wenig, gerade beim FC Bayern München. Da ist er nicht mal in den Top 10 drinne bei den Bayern-Spielern, die am meisten Gehalt beim FC Bayern München bekommen. Und da er natürlich auch will, Jamal Musiala schon ein bisschen mehr Geld verdienen, wenn er gerade auch jetzt dann seinen Vertrag verlängern sollte. Als Beispiel, Harry Kane verdient beim FC Bayern circa 25 Millionen Euro, Jamal Musiala 9. Also klar, der FC Bayern will ja auch ein bisschen Geld drauflegen. Das auf jeden Fall. Und daher denke ich mal, wird man ihm da jetzt ein Angebot machen. Ich denke mal auch in der Höhe von Harry Kane, denke ich mal schon, obwohl jetzt das FC Bayern schon versucht, manche Gehälter zu drücken. Verstehe ich auch, weil die Leistung der FC Bayern-Spieler gerade die letzten 2, 3 Jahren war nicht mehr so berauschend. Aber bei so einem üppigen Gehalt kann man schon auch bessere Leistungen erwarten. Andersrum kann man dann den FC Bayern verstehen, dass man bei manchen Spielern eventuell das Gehalt ein bisschen reduzieren will. Aber ein Jamal Musiala bringt Leistung, das seit Jahren auf Weltklasseniveau. Und da hat er auch natürlich ein höheres Gehalt verdient, auch beim FC Bayern München. Ich denke mal, beide, also Spieler und Verein, werden sich einigen, auch wenn Jamal Musiala vor kurzem gesagt hat, man weiß nie, was im Fußball passiert. Klar, hat er recht. Das heißt aber auch nicht gleich, dass er nicht verlängern will. Ich denke mal, Jamal Musiala ist schon mit seinem Herzen ein richtiger FC Bayern München Spieler. Man darf ja auch nicht vergessen, Jamal Musiala kam ja vom FC Chelsea aus der Jugend für 200.000 Euro. Und wie gesagt, heute ist er 130 Millionen Euro wert. Also das war schon einer der besten Transfers vom FC Bayern der letzten 10 Jahre. Und daher denke ich mal, wird der FC Bayern alles tun dafür, dass Jamal Musiala auch beim FC Bayern München bleibt. Liebe Bayern-Fans, Daumen drücken, dass Jamal Musiala die nächste FC Bayern-Legende wird, wie ein Thomas Müller. Was glaubt ihr? Verlängert Jamal Musiala den Vertrag oder nicht? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich danke euch für euer Abo, für euer Like, für FCB Talk. Also dann, wir sehen uns. Tschüss.